Dieser Anblick ist selten geworden in der Warschauer U-Bahn. Eine Taube. Hunderte lebten hier früher, doch dieser Greifvogel, ein Sperber, hat sie vertrieben. Im Unterbewusstsein, in ihrem Instinkt, haben die Tauben verankert, dass der Anblick eines Falken oder eines Sperbers ihren Tod bedeutet. Er ist ihr natürlicher Feind. Bei seinem bloßen Auftauchen nehmen sie Reißaus. Es reicht, mit dem Sperber die Gänge entlang zu gehen, um die Tauben zu vertreiben. Für die Fahrgäste bedeutet der Jagdvogel keine Gefahr. Die Vögel sind nicht aggressiv gegenüber Menschen. Schauen Sie, er sitzt ganz ruhig auf der Hand. Handschuhe zieht man nur an, damit es angenehmer für ihn ist, damit er nicht abrutscht. Viele Fahrgäste finden den Biotaubenschreck gut. Die Idee ist super. Früher gab es hier große Probleme mit Tauben. Sie sollten mit Hochfrequenztönen und anderen Methoden vertrieben werden. Aber das hat nicht funktioniert und die Töne waren nervig. Der Sperber vertreibt nicht nur die Tauben, er ist auch eine Touristenattraktion. Der Sperber ist für die Verkehrsbetriebe die einzig gangbare Methode, denn Tauben sind in Polen geschützt. In der U-Bahn verursachen sie aber große Schäden. Vor allem ist es ein Hygieneproblem. Der Dreck muss beseitigt werden. Außerdem beschädigen die Tauben die Deckenplatten, die Granitabdeckungen der Wände, die Böden. Und sie können Krankheiten übertragen. Die Warschauer U-Bahn ist auf ihren Ruf bedacht. In einem internationalen Wettbewerb wurde sie als umweltfreundlichste U-Bahn der Welt ausgezeichnet. Der Sperber hat im Kampf gegen die Taubenplage seinen Beitrag dazu geleistet.